Heute endlich wieder ein viertes Drittel und ich habe wie immer einen Gast dabei. Und dieses Mal ist es kein geringerer als unser Assistant Coach, unser Co-Trainer, Herbert Herbie Hohenberger. Ja. Herbie, hallo. Grüß dich, mein Lieber. Hallo, servus. Wie ist es dir jetzt nach so einem Wochenende? Ja, wir sind da sehr, sehr positiv gestimmt nach den wirklich guten Wochenende, was wir mal gespielt haben und gezeigt haben. Es war eine sehr lange Trainingswoche, von Montag bis heute, wirklich sehr intensiv. Mhm. Mit den Spielen Freitag in Düsseldorf und heute. Wir wussten, dass es wirklich starke Gegner sind. Und es ist auch gut so. Es ist besser, solche Gegner zu haben, wo man wirklich die Basics oder besser lernen kann. Wir wussten, dass die stärker sind. Ja. Defensiv kann man da super defensive Zone trainieren, weil ab und zu kommst du nicht raus, aber das ist ganz gut so. Aber ist ja dann für dich ja dann ganz gut, ne? Defensive. Gehen wir vielleicht mal so in das Spiel rein heute. So die ersten zwei Drittel, da seid ihr nicht hinten rausgekommen oder ihr habt wenig Torchancen gekriegt, oder? Das stimmt. Natürlich, Bremerhaven ist eine eingespielte Mannschaft mit, wenn man da den anschaut, welche Spieler da drinnen spielen, das ist ja 18 Ausländer. Jo. Mehr oder weniger. Ja, stimmt, die haben alle eingebürgert. Das ist natürlich schon eine große Sache. Der Caravanken Express, die ich auch ganz gut kenne, die sind natürlich eingespielt, die sind brutal. Aber wie gesagt, wir waren sehr zufrieden mit dem zweiten Drittel. Die ersten 10 Minuten haben wir, glaube ich, mehr Spielanteil gehabt wie Bremerhaven. Und dann sind wir ein bisschen wieder in die Defensive gekommen. Aber wie gesagt, wenn du kein Tor schießt, kannst du auch nicht gewinnen, aber wir haben uns wirklich über das Wochenende sehr, sehr gut verkauft. Ja, glaube ich. Ja, wie war jetzt so die ganze Woche dann für dich? Das war, ihr habt es jetzt in den letzten Tagen etwas häufiger angesprochen. Ihr hattet 7 Tage, jeden Tag entweder Training oder ein Spiel. Ist es gut in so einer Vorbereitung? Das ist einfach, das gehört zur Vorbereitung dazu. Ja. Ja, es sind auch viele Meetings. Du präsentierst der Mannschaft deine Vorcheck, deine defensive Zone, eine neutrale Zone. Unter Anführungszeichen mehr oder weniger mein Power, mein BK, das geht ja mehr über mich. Haben eine Präsentation angeschaut, wir haben das Ganze wollen umsetzen, mit Videos schneiden. Also wir wollen die schon so hinführen, wie es dann mit Meisterschaftsbeginn abläuft. Ja. Wer was überhaupt, wer wie haben, dass die das dran gewöhnen. Jetzt ist aber fertig mit den ganzen Präsentationen, jetzt müssen wir das nur verfeinern am Eis, beim Training. Aber ich glaube, die Jungs ziehen alle am Strang. Das ist wirklich eine geile Truppe, mit der zu arbeiten. Mhm. Jetzt war das ja am Freitag dein allererstes Derby gegen die Düsseldorfer EG. Du hattest ja vorher, also klar, als Spieler mal mit Köln gegen Düsseldorf gespielt. Jetzt als Co-Trainer, wie war das Spiel für dich? Ich meine, als Vorbereitungsspiel am Freitag, 3.100 Zuschauer und so eine Stimmung. Ja, super. Also wie gesagt, dann gehst du noch als Sieger vom Eis. Ja. Das ist natürlich das i-Tüpfelchen. Aber wie gesagt, man hofft in Zukunft, vielleicht passiert das wieder. Aber wie gesagt, wir fangen einmal mit eigenen Brötchen zum Backen an in der DL2 und dann sehen wir, ob wir, es kann ja sein, dass die runterkommen. Kann ja auch sein. Ja, ja. Es ist ja auch nicht so mit Auf- und Abstieg. Es kann ja sein, dass vielleicht Düsseldorf in die zweite Liga kommt, was immer. Und wir das nicht schauen, aber was immer. Aber unser Ziel ist definitiv, dass wir eine gute Saison spielen wollen, eine gute Adresse sein wollen, egal was am Ende im April rauskommt. Also wir wollen da ganz, ganz oben mitspielen. Eine Top-Adresse sein. Wie hast du denn den Sommer verbracht? Zu Hause in Österreich, in Villach. Mhm. Und wir haben alles vorbereitet. Also wenn man so nachdenkt, wir haben uns 3 Monate nicht gesehen, aber die Zeit ist vergangen. Es war brutal. Ich dachte, wir haben uns 2 Wochen nicht gesehen, da sind wir wieder zurück. Das ist so schnell vergangen. Weil man halt dann auch so viel arbeitet. Ne? Man bereitet sich ja vor mit dem Boris, auch wenn ich nicht da bin, online die Präsentationen, geht das alles nochmal durch. Aber bin erst Ende April nach Österreich gefahren und gedacht, oh Boris, gibt's das? Jetzt bin ich wieder hier. Wo war der Sommer? Du hast gerade angesprochen, da haben wir dann zusammen die Wochen verbracht. Wer ist wir? Deine Familie dann in Villach? Ja, ich bin, meine Familie lebt in Villach und meine ganzen Kinder und meine Eltern und meine Freundin ist alles in Villach und
Weggefahren bin ich nicht, weil in Villach ist wirklich schön. Also wir haben alles sehen, Berge, das Wetter war beschissen. Die Golfsaison war relativ kurz, weil es immer so geregnet hat. Und du kannst den Boris fragen, der ist zweimal durch Villach durchgefahren, weil in Kroatien, also wo wohnst du? Da regnet nur. Also, ja, es ist heuer ein bisschen ein beschissener Sommer gewesen, mit wenig Sonne, aber es ist, wie es ist. Ich war zu Hause, ich glaube, das erste Mal seit 5 Jahren, dass ich 3 Monate am Stück zu Hause sein konnte und durfte, was ich sehr genossen habe. Aber wir haben immer uns ausgetauscht, wegen Spieler, wegen das, beim Präsentieren. Deswegen bin ich eine Woche früher angereist, damit wir alles schon vorbereiten. Und jetzt sind wir schon wieder einen Monat hier. Jo. Also die Zeit fliegt, das ist unglaublich. Ja, ja. Ich habe gerade aus Versehen schon getrunken. Das tut mir total leid, ohne mit dir anzustoßen. Simon, spielst du komplett, oder was? Ja, hey, ohne mich, ey, sag mal. Und das mit bei Bier, das tut mir tierisch leid. Das geht gar nicht. Bier gehört dazu. Ich gelobe Besserung. Ja, ja. Bier gehört dazu. Ja, also dann den Sommer schön mit der Family verbracht. Genau, ja. Und jetzt ist es ja tatsächlich auch gar nicht mehr so lange bis zum Saisonstart. Aber bevor ich da jetzt auf die zweite Vorbereitungshälfte quasi schaue, wie sieht so eine allererste Trainingseinheit aus? Die Spieler kommen alle wie so ein Schulanfang, kommen die zur Schule. Ist das dann noch so ein, ach, wir lernen uns jetzt alle mal kennen und jeder sagt seinen Namen, seine Hobbys, wo er herkommt, oder ist es... Nein, wir gehen direkt raus, ihr dürft Linien laufen und erstmal ein bisschen Training machen. Ja, das war heuer ganz ein komisches Dings. Natürlich, mit der Schultüte kommen es jetzt nicht, wo ein paar Bucks und ein paar Schläger drinnen sind. So ist es nicht, aber wie gesagt, das erste Training war ja freiwillig. Ja. Und weil wir hatten ja am Abend dieses öffentliche Training, ja, und da habe ich gesagt, mach du das freiwillige Training. Und das freiwillige Training, ich glaube, da habe ich mal schon ein bisschen verkackt bei den Jungs. Das war relativ zügig. Da habe ich gesagt, das gibt es nicht. Das ist freiwilliges Training vom Herbie. So, ja, die waren ein bisschen... Das ist auch freiwillig. Aber es war irgendwo ein Pflichttraining. Da haben wir 3-4 Übungen gemacht, haben wir gespielt. Und wie gesagt, das war schon ein bisschen zu viel vielleicht. Und dann habe ich gesagt, Jungs, das tut mir echt leid. Also ich habe beim freiwilligen Training, fragen sie immer, Herbie, was machst du für ein Training? Das freiwillig ist... Das ist ein bisschen zu hart. Aber das ist so, das ist das Kennenlernen. Man hat wieder einige neue Spieler, aber die waren ja jetzt schon eine Woche vor dem ersten Eistraining in Krefeld durch die ganzen Tests, was wir machen, die haben sich schon kennengelernt. Mhm. Also ist dieses Kennenlernen, hat ja schon stattgefunden. Aber wie gesagt, jetzt dieses nächste Wochenende haben wir so ein Teambuilding, wo wir uns noch besser kennenlernen. Aber wir und ich und der Boris sind ja sehr offen, wir quatschen mit den Jungs sehr viel. Ja. Und das hilft ihnen, da sind sie gar nicht gewohnt. Also die Trainer so viel mit den Spielern quatschen. Und das ist, glaube ich, richtig so. Ja. Wie bereitest du dann so ein Training vor? Ist das eine wochenlange Vorarbeit oder sagst du, das entscheide ich heute Morgen auch, ich guck mal, das können wir machen, das können wir machen, das können wir machen? Oder steht das schon wochenlang fest? Oder so eine Mischung aus beidem? Mit Boris besprechen wir das so. Letzte Woche haben wir eine ganze Woche schon im Vorab das besprochen, was wir machen, weil wir diese neuen Topics, Vorcheck, Backcheck, die Zone einbauen. Da haben wir quasi erst eine Präsentation gemacht, was wir heute trainieren, und dann macht man quasi 1-2 Aufwärmübungen, dass die Jungs warm werden, und dann geht man aber eigentlich schon in die Struktur rein. Das besprechen wir gemeinsam ab, und dann entsteht da so ein Training, so 15 Minuten. Was wir heuer neu gemacht haben, ist, dass wir mehr Eiszeiten gebucht haben, was sehr interessant ist und gut für uns ist, weil wir gehen raus, trainieren, und dann wird frisches Eis gemacht, dass es die Jungs besseres Eis haben, und dann wird es quasi in Spielsituationen bei frischem Eis umgesetzt. Ob es jetzt ein Vorcheck ist, defensive Zone, Powerplay, oder was da geil was ist. Also das, das ist tatsächlich dann auch ein Unterschied, ob das Eis nochmal gemacht ist. Ja, dadurch, natürlich. Dass es, also ich merke es auch, ist halt super glatt. Und ja, wenn du 20 Minuten gespielt hast, dann ist es schon, ich sag mal, so ein bisschen aufgeraut. Ne? Ja, das ist, wenn da unten 25 Jungs am Eis stehen und bremsen und starten, kannst du noch 40, 45 Minuten das Eis eigentlich wegschmeißen. Deswegen haben wir heuer das so eingeführt, dass Eis gemacht wird. Und dann aus frischem Eis die Spielsituationen besser gemacht werden. Du läufst relativ einfacher, weil ja kein Schnee ist. Mhm. Und da spielen wir so 20, 25 Minuten, und das ist ganz gut angekommen bei den Jungs. Ja,
So, dann schauen wir jetzt vielleicht mal so ein bisschen auf das, was jetzt noch kommt, bis zum einschließlich 15.09., wenn dann das erste Spiel in Bietigheim ansteht. Ihr habt noch ein Auswärtsturnier in Essen. Nächstes Wochenende, ja. Genau, ihr habt einen Kids-Club-Spieltag, haben wir hier gegen Köln am 10.09. War es das? Also das sind jetzt die letzten Spiele, genau, dann, ne, die ihr habt. Also sprich zweimal Essen, einmal hier in Krefeld, noch drei weitere, ne? Zweimal auswärts beim Turnier. Wir spielen am Freitag gegen Essen und dann gegen einen Sieger von Bayreuth gegen Krimitschau. Sonntag. Ah, okay, prima. Dann gegen Köln zu Hause. Okay, wie sieht dann jetzt noch so die Vorbereitung im Training aus? Du hast es vorhin kurz angesprochen, ihr habt auch noch Teambuilding wohl nächste Woche. Was macht ihr da? Also ich glaube, dass wir Go-Kart fahren gehen. Ach. Ja, noch. Bist du da gut drin? Ich fahre, glaube ich, nicht mit. Nee? Ah, nee, das sollen die Spieler machen. Wir schauen uns das an und anschließend ist irgendwo zusammen irgendwo ein Essen. Und das war's dann. Ist das, der Samstag ist hauptsächlich fürs Teambuilding. Der Sonntag ist frei, weil die Woche ist Dienstag, Mittwoch, Donnerstag, Freitag Training. Also wir wollen da wieder ein bisschen, dass wir nicht abschwächen. Die Trainingseinheiten, dann ist frei, dann kommt das Turnier in Essen und dann ist eh schon Köln. Und dann geht's bald los. Also wie gesagt, die Zeit geht zu schnell vorbei, das glaubst du gar nicht. Stimmt. Ich setze mich mal eben kurz. Ich muss auch mal was trinken. Na, vollkommen richtig, alles gut. Zum Wohl. Flotter sprechen, gell? Vollkommen richtig. Denn ich setze dich jetzt gleich auch auf die Strafbank. Ui. Da war ich früher oft. Da kommen wir gleich auch noch drauf zu sprechen, mein Freund. kurze Entweder-Oder-Fragen. Kaffee oder Tee? Tee. Helles oder Pilz? Helles. Bayreuther oder Tegernseher? Beides gleich gut. Heimspiel oder Auswärtsspiel? Heimspiel, weil unsere Auswärtsfahrten sind immer so lange. Die Vorbereitung zu Hause oder auswärts? Ja, gemischt. Also momentan ist es gut, dass wir zu Hause sind, aber man, es tut der Mannschaft ab und zu ganz gut, wenn man weg bist. Aber ich, heim ist besser. Deutschland oder Österreich? Das ist fies. Das wird gleich noch schlimmer. Also, es ist wirklich fies. Meine Familie hat alles. Ich liebe Österreich. Ja. Ich kann es auch voll verstehen, wenn du sagst Österreich. Ich liebe Österreich, aber ich arbeite sehr gerne in Deutschland. Also eine Mischung aus beiden. Mischmasch. Ja. Villach oder Innsbruck? Villach. Sehr gut. Holz oder Carbonschläger? Boah. Es war damals eine große Umstellung. Mhm. Für uns von Holz auf Carbon. Eher Carbon, da brauchte ich nicht so viel, wenn ich mit Holzschläger gespielt habe. Habe ich immer pro Match 5-6 Stück. Also eher Carbon, ja. Karneval oder Oktoberfest? Karneval. Schnitzel mit Pommes oder Bratkartoffeln? Schnitzel mit Pommes. Dynamisch oder eher ruppig? Ruppig. Trainer oder Spieler? Boah. Es ist, also wenn ich wünsche, Spieler. Peter oder Leon Dreiseitel? Das ist jetzt eine miese Frage. Es ist auch die letzte, aber strafbar. Eigentlich, ja, habe ich Peter sehr gerne, muss sagen, obwohl es einer meiner besten Freunde ist. Wenn ich es aussuchen könnte, nenne ich mich Peter. Sehr gut. Dann darfst du wieder zurück aufs Eis. Und wir gehen mal ein bisschen zurück in die Vergangenheit. Und das ist ja auch ein Podcast, wo wir die Leute oder meine Gäste auch mal ein bisschen mehr kennenlernen wollen. Und meine erste Frage da ist eigentlich, wie ist Herbert Hohenberger aufgewachsen? Relativ einfach, aus einem guten Elternhaus. Es hat sich bei mir seit meinem 6. Lebensjahr, mehr oder weniger 7. Lebensjahr, alles immer über Sport gedreht. Ob es jetzt Skilaufen war, Tennis. Eishockey ist ein bisschen später erst dazugekommen. Ich glaube so mit 9 und 10. Ach. Ja, habe ich erst so mit Schlittschuhlaufen begonnen und zum Spielen. Auch dadurch, dass mein Vater ja dann mein Trainer war. Und der hat dann den ganzen Nachwuchs, glaube ich, 25 Jahre in Villach übernommen. Irgendwann musste ich mich sportlich entscheiden, ob ich Skiläufer wäre, Tennisspieler wäre und Eishockeyspieler. Ich habe dann das Eishockey bevorzugt, weil meine Mentalität oder mein Wesen eher
rustikal waren. Das hat eher nicht so zum Einzelsport gepasst. Ja. Aber wie gesagt, sehr gut aufgewachsen. Ohne Eltern geht sowieso nichts. Die unterstützen die natürlich voll und ganz. Und ja, habe einen 8 Jahre jüngeren Bruder, der auch in diese Eisfußstapfen getreten ist. Mhm. Mein Vater war nie Eisspieler, ganz normaler Arbeiter in Villach und habe wirklich eine gute Kindheit erlebt. Und wie gesagt, ohne Eltern, die unterstützt, wäre das nie gegangen. Aber ja, und sonst habe ich relativ rasch mit 16 Jahren die weite Welt erforschen wollen. Du bist nach Amerika gegangen. Nach Amerika, nach Kanada. Ich habe eigentlich in Landshut mit Nachwuchs begonnen. Und dann habe ich die große weite Welt erkundet. Erkundet. Wie war das damals in Amerika für dich? Ja, mit 16,5 Jahren bin ich rübergeflogen. Festnetztelefon, ich habe keinen Menschen gekannt. Bin dort von irgendwo abgeholt worden, von einem Spieleragenten, und bin zu diesem Juniorentrainingslager eingeladen worden und habe es überstanden als Österreicher, weil die Austria, haben sie sehr oft verwechselt mit Australien. Australien haben sie mich gefragt, ob ich gut im Segeln bin. Also, wir haben Skifahren und wir haben einen Arnold Schwarzenegger, wir haben einen Niki Lauda. Das haben die Leute haben sie gekannt. Vor allem mit Arnold Schwarzenegger als Terminator und Conan und was auch immer. Ja, und dann habe ich dort mehr oder weniger eine gute Vorbereitung gekommen. Da bin ich ins Team aufgenommen worden und dann war meine Nordamerika-Karriere, was ich Gott sei Dank genießen durfte, weil das ganze Eishockey ist halt Englisch und Kanadisch und ist eine ganz andere Stufe. Ist ganz anders. Da wächst du mit Eishockey ganz anders auf wie wir in Europa, weil sie einfach mehr Auswahl haben an Spielern. Und wenn du nicht funktionierst, bist du auch als Jugendlicher weg. Die schicken ihn nach Hause und das war's. Ja. Aber ich habe mich dort durchgebissen als Österreicher und war relativ erfolgreich. Ja, ja, und dann bist du wieder zurück. Wann war so der Punkt bei dir im Leben, dass du gesagt hast, ich mache das jetzt? War das der Sprung dann nach Amerika, dass du gesagt hast, du machst keinen normalen Job, sondern ich gehe wirklich dem Sport nach? Ich wollte immer Profi werden, egal welche Richtung. Da war ich so ehrgeizig, jähzornig und alles Mögliche. Und ich habe gedacht, da passt Eishockey natürlich am besten zu mir. Ja. Und ich habe gesagt, ich möchte mich selber nicht enttäuschen. Ich will wirklich da rein, egal was passiert. Und war wahrscheinlich der erste Österreicher, der das versucht hat, als Jugendlicher nach Nordamerika zu gehen. Und Gott sei Dank haben einige das auch sich getraut aus Österreich. Österreich kennt kein Mensch. Aber jetzt mittlerweile? Aber mittlerweile ist es schon wesentlich besser geworden. Mit damals mit Wanneck, Grabner, Raffel. Und jetzt ist es immer besser geworden. Also wir sind zwar ein kleines Land, aber wir haben keine schlechten Eishockeyspieler. Ja. Aber zu guckt einmal wirklich Talente raus. Und das war halt mein Grund. Ich habe gesagt, ich ziehe das jetzt durch, egal was mit mir passiert. Und habe es dann geschafft. Und deswegen liebe ich den nordamerikanischen Stil und auch das, wie die quatschen und drumherum. Und das war perfekt. Ja. So, dann bist du letztes Jahr ja nach Krefeld gekommen. Wie ist damals der Kontakt entstanden, dass du hier die Möglichkeit hattest, als Assistant Coach zu trainieren? Ja, das war ganz einfach. Peter Reisettel und ich sind ja Freunde. Und wo er dann hier das Traineramt übernommen hat, war das so, dass er gesagt hat, nee, jetzt gib mir noch ein paar Zeit, ich schaue, dass ich das Ganze regle, ich will die unbedingt haben, ich brauche so Typen wie die in Krefeld für die Mannschaft, für die Leute. Und dann hat er gesagt, ja, passt, das ist alles jung. Dann habe ich in Österreich, da hat er auch einen Job als U20-Headcoach und Geschäftsführer von einer Eishockey-Akademie in Oberösterreich, in Linz, dass ich da rauskomme aus dem Vertrag. Das war unbefristet, Geschäftsführer unterschreiben und gesagt, nein, ich gehe, egal was die sagen. Und dann habe ich gesagt, ich brauche einen Vertrag. Dann ist der Peter Sportler Leiter und das wusste ich gar nicht. Dann habe ich gesagt, nein, du kommst jetzt, du kriegst einen Vertrag, ich will dich jetzt unbedingt holen. Dann habe ich halt in Österreich gebeten um eine Vertragsauflösung. Ja. Und ich habe gesagt, Krefeld ist ja eine Top-Adresse immer schon gewesen. Dann habe ich gesagt, nee, die Chance will ich mir nicht entgehen lassen. Und dann habe ich gesagt, nein, ich fahre einfach. Wenn sie mit rausläuft, wäre ich trotzdem gefahren. Wäre mir wurscht, wäre mir egal gewesen. Aber so ist das zustande gekommen, und dann komme ich nach Krefeld. Also, wo ist der Peter als Headcoach? Nein, der ist nicht mehr Headcoach, der ist nicht mehr Sportleiter. Dann habe ich gesagt, okay, Boris, Head, ich, Dings. Wir haben von Anfang an
relativ gut zusammengearbeitet und das funktioniert tadellos. Ja, glaube ich. So kriege ich euch auch tatsächlich mit. Also da sind viele Witze gestern auch auf der Bühne, als ich dich kurz gefragt habe, wie du ihn in 3 Worte beschreiben solltest. Da guckte er schon und grinste auch. Also man merkt, dass ihr schon echt Fucki da in der Trainerkabine ja, habt. Ne? Wir sitzen ja, 10 Stunden jo. Zusammen. Das ist wie mein, ja, wie ein Freund. Das ist mein Vorgesetzter und das ist der Headcoach und der Boys ist jetzt mein Freund geworden und wir quatschen über alles, wir machen alles gemeinsam, also es ist klasse. Es ist schon geil zu arbeiten. Ja, glaube ich. Vielleicht so als Abschlussfrage, weil das Drittel ist tatsächlich auch schon wieder fast um. Richtig. Ja, die 20 Minuten sind schon drüber. Wir gehen gerade schon quasi in die Overtime des 4. Drittels. Wo siehst du die Pinguine in 5 Jahren? Ich hoffe, da, wo sie wieder hingehören. Sehr auf, gut. Auf einer gesunden Basis, ja, die auch finanzierbar ist, leistbar ist, in der DEL, nicht immer Letzter und auf die Fresse kriegen, jo. Sondern wirklich sich zu etablieren. Und ich glaube, die Stadt und der Verein hat sich das definitiv verdient. Definitiv. Ich danke dir für die Zeit. Danke dir für nach so einer extrem harten Trainingswoche für die Zeit. Lass uns nochmal zum Schluss anstoßen. Für sowas muss immer Zeit sein. Zum ja. Wohl. Mein Lieber, Prost. Übrigens, vielleicht nochmal zum Abschluss. Was ist das bitte für ein cooler Tonkrug? Ja, das ist der Tonkrug von die Wikinger. Ja, ich bin also ein Fan von dieser Serie Vikings und Fight for Glory. Kämpfe für deinen Stolz und wenn du stirbst, sehen wir uns im Himmel. Also das heißt quasi, Valhalla ist der Himmel der Wikinger und deshalb, und das Gute ist, kein Flieger rein, ja, kein Flieger kommt rein und das Bier bleibt immer kühl und das Bier sagt immer, lieber Herbie, trink mich aus. Ja, und deshalb ist das ganz gut so, Simon. Der Wahnsinn. Herbie zum Wohl, danke Prost. Dir. Und in diesem Sinne, wir verabschieden uns vom Krefelder Hof Seidenstadt Cup und wir sehen uns allerspätestens dann beim Kids Club Tag am 10. September hier in der Jäler Arena wieder, wenn es wieder heißt. 4. Drittel. In diesem Sinne, tschüss.